So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Transroad USA mit mir, dem Marc. Wir machen weiter und arbeiten unsere Aufgaben ab, unsere Holzstammaufträge. Deswegen haben wir jetzt in der letzten Folge unser Aufträge von Charlotte, irgendwas in Richtung, nach Boston verlagert, damit wir gleich hier oben in Montpelier weitere Aufträge annehmen können. Ich möchte die dafür aber gerne in einer etwas näheren Umgebung haben, dass ich, wenn ich die jetzt gleich annehme, zwei sind da, folgt der 3 jetzt eigentlich auch sofort, das ist gut. Oder, ne, da habe ich einen sehr gefährlich. Betten, Bretter. Zack, hierher. Holzstämme. 3 Fahrten. Ja, ich möchte nämlich eigentlich diese ganzen Aufträge auch wieder in einem Zug abarbeiten, um halt da keine großen Sachen. Wir müssen halt immer gucken, dass wir halt die ganzen Fahrzeuge auch haben, die wir halt dafür brauchen. Und das ist aktuell leider nicht ganz einfach. Und wenn wir die halt hier alle schon mal in der näheren Umgebung haben, denke ich auch, sollten wir die halt auch benutzen. Vor allem, wenn jetzt die alle da fahren und dann hier oben, sage ich mal, jetzt schon wieder fertig sind. Das heißt, ganz einfach, basteln dahinter jetzt gleich den nächsten Auftrag. Augusta. Ach so, aus Augusta holt er das. Nee, holt aus Montpellier. Montpellier? Keine Ahnung. Obwohl, die haben eine 4-Stunden Fahrzeit. Das geht also noch. Dann könnten wir eigentlich direkt den dahinter binden. Aus dem ganz einfachen Grund. Weil dann können die nämlich da jetzt direkt mal weitermachen. Und, weil ihr müsst das ja gleich, wenn der dann da ist, ist der Auftrag schon wieder abgearbeitet. Zack, zack, zack. Und dann müsst ihr oben unsere Aufgabe auf die 2 gerutscht sein. Das ist auch vollkommen korrekt. Wie sieht es denn hier aus? Perfekt, das scheint auch wunderbar zu funktionieren. Post nach Detroit sind wir aktuell gerade im Liefern. Das heißt, da kriegen wir dann auch gleich wahrscheinlich die ersten LKWs wieder mit. Ich will Ware, ich suche Nachschub. Ja. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir die... Es sind ja nur 6 Aufträge, die wir fahren müssen. Siehst du, da ist die Frau schon wieder da. Das ist doch hervorragend. So, können wir mal gucken. Was haben wir denn danach? Holz aus Montpellier. Wieder das gleiche. Basteln wir eigentlich den direkt wieder dahinter? Eigentlich schon. Eigentlich, wenn das weitergeht, dann können wir die eigentlich eben zusammenbinden. Weil... Dann fährt die nämlich direkt weiter in einem Zug durch. So, jetzt trinke jetzt das letzte stille, was auch immer. Irgendwie so eine Zitronenlimonade ist das. Warte, ich hab die doch hier. Ah ja, ist ja so eine Zitronenlimonade. Aber ohne Kohlensäure, ey. Bäh. Ist sie jetzt nicht so der Bringer. So, wo steht er? Detroit. Und gucken wir mal. Zack, zack. Von hier. Ich habe 5. Kopf 5. Ich muss mal ganz kurz gucken, was wir hier alles so Schönes haben. Da haben wir nur das, da haben wir nichts und bei dem da haben wir auch nicht viel Geiles. Dann werden wir zurück darauf springen. Nee, das muss nach Detroit. Obwohl, können wir grundsätzlich auch machen. Ein Tag, 5 Ökolisten. Das könnte funktionieren. Weil wir mal ein bisschen gucken müssen, dass wir ein paar neue Auftraggeber uns entdecken, unsere Firma. Damit wir keine Schwierigkeiten damit bekommen. Wir müssen jetzt wieder nach hier oben, weil hier oben nämlich jetzt ist, dass die Frosche wieder fertig ist. Nicht fertig ist. Nein, nicht fertig, sie sind noch dabei. Alles gut. Oh, Wirtschaftskrise. Warenquote 3 nicht erfüllt. Ja, weil der da dabei ist, ist mir schon klar. Na, jetzt im Umkehrschluss, die haben jetzt alle Langeweile und stehen alle in Boston rum. Nee, das ist sogar vollkommen korrekt. Zack. Zack.
Da habe ich mir schon gedenkt. Das sollte nach meinem Rechnungswesen gut funktionieren. Vielleicht tauschen wir da noch mal den LKW. Oh Mist, ich habe aber aktuell noch nirgendwo Platz. Auftrag erfüllt. Schön. Doch, ich habe noch irgendwo Platz. Irgendwo habe ich noch Platz. Nur wo? Irgendwo hätte ich noch Platz für einen LKW. Ja, wahrscheinlich. Kriege ich denn hier einen LKW, der den Kipper ziehen kann? Ohne große Probleme. Der kann das so, weil der hat so ein Mini-Intervall. Ich habe hier aber auch echt keine guten LKWs. Er ist ja richtig ab. Gras, der Wichs. Intervall. Ich gucke erstmal nach dem Intervall. Der soll relativ. Warum fragen wir eigentlich? Wahrscheinlich klicken wir uns jetzt erstmal die restliche halbe Folge durch irgendwelche Läden. Der hat einen schönen Intervall. Aber nicht das, was ich will. Schlechter Intervall. Schlechter Intervall. Ja, wir haben schon schwer. Alex ging in. Sorry, ich habe keine Hälfte. Alter. Fuck it. Los Angeles. Hey, er hat LKWs. 20, 25, 25, 52. Ist das der nächste? Kann ihn ziehen. Das ist gut. Das heißt, der fährt dahin. Das ist Kauf bestätigen. Das ist ready. Der ist jetzt noch nicht bedient. Was hat er denn? Das da. Wie viele fährt er denn? Vier. Wie viele sind da drauf? Hier, der wohl. Ja, der bleibt da erstmal noch drauf. Den werden wir in der nächsten Runde wahrscheinlich, denn bis der LKW da ist, dauert das ja auch nochmal ein gute Zeitchen. Mal gucken. Pause. Sind das die kompletten Aufgeben? Ah, ja, die sind alle fertig. Haben wir dann drei, wir haben vier Stück davon. Zack. Chicago. Hause. Bind an. Direkt Anbindung, direkt weiter. Also das ist halt so einen guten Rutsch hinkriegen. Was ist denn jetzt mein neuer LKW? Der ist. Der kommt ja auch vom. Ah, ob ich den. Den haben wir, der dauert. Der braucht irgendwann, haben wir wahrscheinlich den. Der dauert wahrscheinlich noch 2, 3 Tage. Bis der dann auch mal da ist. Hat ja auch eine gute Strecke. Muss man ja auch mal sagen. Hat auch eine, oh, Wirtschaftsboom. Das ist gut. Gut, dass wir jetzt auch gerade. Oh, da ging. Fahrer, ne, will ich jetzt gerade nicht. Fahrer will ich jetzt gerade nicht. Ich will eigentlich nur, dass alle LKWs fahren und Tour sind driven. So, da ist wieder was fertig. Zack. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir da wieder was Neues bekommen von hier. Bett, Brett, Bretter, 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 Bretter. Nach hier hin. Holzstimme. Aus Detroit. 5 Stück. 7 Tage. Ne, das halt der ewigen Weg. Das ist doch scheiße. Ich weiß, dass wir hier hin. Hier müssten wir die. Das. Holzstimmaufträge. Nach Augusta. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Tütteln wir den einen dran. Also so. Eigentlich schon, oder? Ja, machen wir. 14.3, 14.3, 14.3, das ist gut. Und sind noch ein paar Aufträge. Halt. Dann kann die Frau damit direkt weitermachen. Die anderen springen ja gleich direkt darauf und das ist doch genau das, was ich gerne will. Kundenlage. 3 Aufträge. Hier fehlen nur noch 2. Ist gut. So. 19 Stunden. Wir müssen aber ja ein bisschen was riskieren und was Größeres machen.
Dann sind wir ja nur am Plan, am Plan, am Plan, am Plan und es bringt uns nichts. Aber ich muss aber wahrscheinlich... Ne, lassen wir den jetzt erstmal kurz alt. Wir haben wieder Wartungsdauer. Wo steht er denn? Da. Da. 3 Tage. 3 Tage. Scheiß drauf. Na, den mal ein bisschen im Blick halten, weil der ist A, in 3 Tagen läuft ab und B, ja, ist halt zeitliches Missgunst. Gleich nochmal Channel editieren. Da ist irgendwas noch nicht ganz angekommen. Der, weil die alle fallen wie die Bekloppten. Ja, da müssen wir also mal den LKW austauschen. Der sollte eigentlich auch bald angekommen sein. Oder ist der schon angekommen? Der ist sogar, glaube ich, sogar schon angekommen. Was haben wir da noch? Achso, der ist angekommen. Gut. Pause, denn irgendwo ist was inaktiv. Da ist was inaktiv. Der ist schon inaktiv. Haltestelle. Wir haben jetzt gefahren. 8 Stück und haben noch Platz. Das heißt, grundsätzlich können wir auch den da dran knüppeln. Oder? Ja, grundsätzlich können wir auch den da dran knüppeln. Zack, Pause. Und zack, wir fahren da weiter. So. Weiter geht's. Wie sieht's denn damit aus? Gut, da sind jetzt alle. Wartung. Wie sieht's da aus? Da rein. 5 Tage. Also, ja, ich hab's begriffen. I have it here. Das sieht alles ganz gut aus, Aktor. Von Konflikt, das gefällt mir nicht. Komm, werfen wir einen Blick. Erstmal kurz hier rein. Alles gut. Hier rein. Na? Aber alles gut. Da steht sogar noch ein leerer Truck. Und Rangliste. Da. Wir sind auf Platz 3. Da, 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 da. Also wir sind aktuell schon auf einem relativ guten Weg. Ich denke mal, das läuft jetzt auch so. Nee, natürlich. Kann alles passieren. Wirtschaftskrise und wir sausen, sage ich mal, so in den Keller. Wir können aber auch grundsätzlich mal ganz kurz, wo wir jetzt schon mal dabei sind, mal kurz einen Blick ins HQ werfen. Auf unsere Transport-Dingsbums-Krimskrams. Also wir haben da aktuell, das hier hält sich alles ganz gut. Tief ist ein bisschen gesunken, hängt aber auch ganz gut. Was haben wir denn gelb? Tieflader auf die ist auch ein bisschen gesunken, aber ist mir auch grundsätzlich wurscht. Ja, ist alles gerade so ein bisschen im Sinkflug. Das hier oben hält sich eigentlich so Autoanhänger. Die Autoanhänger halten sich relativ gut aktuell. Finde ich auch gar nicht schlecht. So. Wir müssen jetzt ja gleich noch einen LKW austauschen. Obwohl, eigentlich müssen wir den gar nicht austauschen. Wir müssen eigentlich grundsätzlich gleich nur sagen. Kaufen uns. Die sind in Detroit. Das heißt, da kommen jetzt ja gleich noch ein paar mehr. Gehe ich davon aus. Aus dem ganz einfachen Grund. Den LKW behalten wir gleich. Den wir da haben. Da, den behalten wir gleich einfach. Wir kloppen da gleich eigentlich nur einen anderen Anhänger hinter. Weil dann haben wir gleich noch. Ah, dann haben wir gleich noch einen Anhänger und wir können den Truck behalten. Obwohl, nee, obwohl doch, der Intervall ist gut. Der ist bei 25 km, das geht eigentlich. Da haben wir schon Schlimmeres hier sehen. So. Einer ist fertig. So. Jetzt brauche ich, wie viel haben wir denn davon? 5 Fahrer. Das heißt, ich kann 4 weiterschicken. Schön wäre es. Fahren die denn? Die fahren 2 Tage, das geht eigentlich auch. Ich ziehe den jetzt extra neu rein, dass ich jetzt alle neu machen muss. Zack, ja, das hab ich, dann habe ich zumindest jetzt gleich meinen einen Fahrer, den ich da im Blick habe, über. Dann könnt die nämlich alle weiter und die anderen lasse ich jetzt gleich einfach ins Depot fahren, tausche aus und passt das eigentlich. Zack, 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 zack. Was sind die denn alle eigentlich? Kommen die noch? Ah, da kommt der nächste. Jo, ums Pause. Der kann auch weiter. Kommt denn da noch? Ah, als nächstes kommt der. Ist doch gut. Das. Als nächstes müsste der kommen. Der kann dann auch eigentlich grundsätzlich... Ah, das ist der dann schon. Er kann eigentlich ins Depot fahren. Gut, dass der Depot ist jetzt auch nicht so weit weg. Effekt. Inaktiv. Ne, der kann sogar noch weiterfahren. Weil der jetzt kommt, ist erst der langsame. Und den will ich jetzt austauschen.
Muss ja aber erst was anderes austauschen. Und zwar die Aufträge dieser Fahrzeuge. So, was haben wir denn? Ich brauche 4, am besten 4, 8, 12. Fahrzeit? 8 Stunden. Meiner. So, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sind schon wieder durch. Alter, da geht die Zeit auch rum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Danke. Ciao.